Einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem wunderschönen Land. Ich sehe ganz hübsch aus, ich weiß, ja. Und mein Sohn und ich, den man jetzt nicht erkennt, hat sich übrigens einen sehr coolen Helm gekauft, sind in die Berge hoch hinter Mahmudlar gefahren. Ihr müsst jetzt mal angucken, wir sind hier an der Wolkengrenze jetzt hoch. Ich habe keine Ahnung, wie hoch wir sind. Ich würde mal schätzen 800 Meter, 1000 Meter, keine Ahnung. Wir fahren jetzt noch mal ein Stück. Wir mussten gerade mal Pause machen, weil ich habe keine Handschuhe. Und hier oben ist es deutlich, deutlich kälter. Und man sieht hier nichts. Und man kann hier vielleicht so ein bisschen erkennen, wie tief das hier runter geht. Und wir sind jetzt über so Serpentinstraßen mit unserem neuen Quad hier hochgefahren. Und es hat echt genug Leistung. 270 Kubikzentimeter haben wir ja für 24 PS, glaube ich. Und das ist völligst ausreichend. Unter dem würde ich das jetzt nicht kaufen, wenn man oft zu zweit fährt. Ja. Und ja, Helm, erste Mal im Einsatz, ist gut. Brauche ich mir auch keinen anderen kaufen. Ich dachte erst, er passt doch nicht so gut. Aber doch, er passt sehr gut. Er ist auch schön warm und sicher natürlich. Und das macht auf jeden Fall Sinn, einen Helm zu tragen, wenn man jetzt nicht nur zum Bäcker fährt wie mit dem Fahrrad, ja. Also Helm ist schon sehr, sehr gut. So, und jetzt sieht man das hier, hier kommen die Wolken gerade durch. Das ist, und hier, ja, die Sonne, guckt euch das an. Was haben wir es hier schön? Und jetzt haben wir mit dem Quad natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, hier einfach mal, ja, in die Berge zu fahren. Ne? Mit dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das nicht so geil. Ne? Da macht es wupp, wupp, wupp. Das ist dann nicht so geeignet dafür. Aber mit dem Quad macht das natürlich total Spaß, so diese Kurven lang zu fahren. Man ist viel fokussierter. Ja, da ist die Fahrt ja das, was Spaß macht und nicht das Ziel. Ja. Ich dachte, hier oben gibt es vielleicht irgendwo einen Aussichtspunkt oder so, aber nee, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause, wärmen uns ein bisschen auf. Wir haben natürlich jetzt noch keine Motorradklamotten oder sowas für eine längere Tour, aber einfach mal um zu gucken, was ist denn eigentlich, wenn wir hier bei uns den Berge hochfahren. Ihr könnt hier stundenlang hochfahren, also es ist eine wahnsinnig schöne Natur hier. Hier haben wir jetzt auch ganz viele Pinienbäume und also andere Nadelbäume noch. Und sehr viel so bergig, aber alles gut in Ordnung. Also die Straßen sind top, ja, wie, also besser als im Vogelsberg, da wo ich auch mal gewohnt hatte. Alles in Ordnung, kaum Schlaglöcher hier oben. Alles sehr, sehr gut gemacht und habe auch einige Villen hier gesehen und so. Leute, die sich die da in den Berg gebaut haben, ist natürlich ganz schön weit ab vom Schuss. Also wir sind jetzt bestimmt, wie lange sind wir jetzt hier hochgefahren? 30 Minuten oder so. 20? 20, 30. Ja, 20 hätte ich jetzt auch gesagt gleich. Kommt einem wahrscheinlich länger vor. Und ja, wir fahren das Ding hier gerade ein und macht einen wahnsinnigen Spaß. Also zu zweit auch mega bequem, ne? Völlig in Ordnung. Super in Ordnung, ne? Und ja, also wir haben jetzt hier unseren Spaß. Wir fahren jetzt noch mal so ein paar Minuten hier hoch. Ich gucke aber gerade mal bei Google Maps noch mal, ob hier noch was Besonderes kommt. Ansonsten fahren wir noch mal so ein Stückchen hier die Berge hoch. Und ja, das ist halt jetzt hier auch einfach Lebensqualität, dass man auch mal raus kann, einfach nur mal so zum Spaß, ja. Sonst ist man ja immer mit dem Auto irgendwo unterwegs, um irgendwas zu erledigen. Und das ist jetzt ja so ein Spaßmobil, ne? Kann man nicht anders sagen, ja. Und lässt sich halt auch sicherlich relativ einfach reparieren, wenn irgendwas ist. Man sieht das ja hier, das ist ja alles einfachste Technik. Ja, jeder, der ein Moped reparieren kann, kann auch sowas reparieren. Und wir fahren jetzt erstmal ein, gucken mal, ob noch irgendwas dran ist und genießen es erstmal. Was wir auf jeden Fall kaufen müssen, sind ein paar Handschuhe. Wir sind gerade dabei, wieder runterzufahren und meine Hände sind total rot, die von meinem Sohn auch, ja. Und das macht so einen Spaß, also so cool. Und ich wollte euch mal zeigen, ob ihr das hier seht. Es ist immer schwierig, das mit der Kamera einzufangen. Also hier kann man ziemlich gut runter über Mahmudlar gucken. Ja, also ich versuche mal ran zu zoomen, vielleicht sieht man es dann besser. Das ist einfache Vergrößerung, dreifache. Also wir sind hier so weit hoch, die Berge. Also wir waren ja schon 10 Minuten weiter, noch weiter oben. Und wir sind hier schon hoch. Also das ist schon geil, ne? Wir wohnen hier so ideal. Das ist so klasse. Fährst einfach hinter uns die Straße geradeaus hoch und folgst denen einfach. Dann hast du diese Terpentinen hier. Fährst einfach immer weiter und die sind echt in Ordnung. Guckt euch das an, kaum Schlaglöcher, nichts. Hier wird alles abgefahren und kontrolliert und so. Also ich finde es, soll mal einer sagen, die Türkei ist nicht in Ordnung. Und ich glaub, hier kann man auch aufs Gold City runter gucken. Genau, das kann man hier auch sehen. Da sieht man auch, dass wir hier ein ganz Stück weiter oben sind. Das hier
ist das Gold City, das ist das Nachbarhotel hier. Und so weit oben sind wir jetzt hier auf unserem, ja, ich würde mal sagen, auf der Hälfte sind wir jetzt gerade, ne? Ungefähr, ja, ja. Und ich bin froh, dass wir den Helm tragen, weil es war sehr, sehr kalt. Also da oben waren es jetzt, glaube ich, wir hatten geguckt, 13 Grad, 10, 13, wir hatten sogar, also ich weiß, es war auf jeden Fall kalt. Und ich denke, die Hände, ja, also wir müssen uns unbedingt nochmal, das ist fast das Wichtigste, Handschuhe fürs Fahren, ja. Weil man hält sich hier hinten ja fest. Der Beifahrer hat hier so eine Art Griffe. Das ist auch sehr angenehm, also man sitzt hier auch wirklich super drauf, also hätte ich nicht gedacht. Also da kann man auch mal eine größere Tour machen. Und hier vorne wäre wirklich der beste Ort. Und wir haben ja so eine Tasche noch mit dazu gekriegt. Ich bin mit einem Freund noch mal installieren die nächsten Tage. Aber selbst wenn ihr keine Tasche habt, dann nimmt man halt einen Rucksack und macht den mit ein paar Kabelbindern fest und tut da was zu essen, zu trinken oder Einkäufe rein. Also das passt auch, ja. Und wir haben ja auch noch eine Seilwinde haben wir noch hier. Und während wir gefahren sind, sind immer mal wieder Steine hochgeflogen. Guckt euch das an hier. Ja, die fliegen dann hier so hoch durch den Raum von unten. Also es ist halt wirklich ein All-Terrain-Vehicle. Und der lacht sich kaputt, dass wir hier Helme aufhaben. Aber schon geil. Naja, aber so, die Abenteuer beginnen wieder. Die Saison geht bald los. Ein bisschen wärmer wäre schön.